Willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Heute euch wieder mal meine Runde dabei. Und wir sind in einem reinen Tier 9 Match tatsächlich sogar. Wobei mit Tier 9 ist ja meistens so die Sache, dass es eigentlich relativ egal ist, wie es läuft. Ich meine, es passiert manchmal, dass man los auf Tier 6 oder so ist und dann mit Tier 8 gematcht wird. Was zwar auch machbar ist, behaupte ich mal. Aber es ist halt ein bisschen schwieriger. Ich meine, als Team an sich ist es ja trotzdem fair, weil die Gegner haben genau die gleiche Line-Up wie man selber. Aber für einen selbst fühlt sich halt meistens ein bisschen an, als könnte man weniger machen. Was auch nicht unbedingt stimmt, weil ich meine, das Game, was eigentlich letzte Woche hätte kommen sollen, wo dann aber das 10.4er-Update kam und ich dachte so, nope. Und dann hatte ich leider keine Zeit, mein neues Replay zu erspielen. Deswegen kam letzte Woche auch keins. Es wäre ein Game gewesen, wo ich Nagato gespielt habe, komplett abgetiert war und ich glaube 97.000 Schaden gemacht habe. Also ja, das geht auch. Aber anyway. Ja, das Gros von unserem Team fährt zu C, der Rest fährt zu A. Und unsere, was ist das? Mogador versucht sich bei B ein bisschen sneaky zu sein. Risky. Allerdings hat sie zwei Kreuze hinter sich. Wenn die ihr genug Feuerschutz geben und ich ziele auch dahin, sicherheitshalber, könnte es klappen. So, B wird bereits gecapped, das heißt, irgendjemand ist dahin gefahren. Noch wissen wir nicht, wer. So wie sie fährt, scheint die Mogador eher darauf aus, einfach nur das Cap zu blockieren, anstatt selber zu flippen. Geht nicht 100% mit der Insel, gibt bessere Punkte für sowas, aber naja, versuchen kannst du es mal. C wird inzwischen auch geflippt. Aber unsere Yugumo ist auch demnächst drauf. Sache siegt halt mit Östergötland und ZF6 sind die im Schnitt schneller als unsere Zerstörer. Gut, natürlich auch, wenn wir die Motorboost angemacht haben, weiß man ja auch nicht. So und so, Yugumo fährt nicht direkt ins C-Cap rein. Ich meine, gut, wenn sie ins C-Cap reinfährt, announce sie sofort, dass sie da ist. Und noch ist C nicht geflippt, also kein Grund, sich zu beeilen. So, und da wird A nun auch geflippt. Währenddessen die ersten Gegner auf unserer Seite sind gespottet. Unter anderem die ZF6, ja hallo. Wir sind ein bisschen risky, weil die Iowa seine mitgeben kann, wenn wir jetzt schießen. Deswegen auch direkt rausdrehen. Ja, Blindshot könnte aber treffen. Wir sehen im Augenwinkel, die Schlachtschiffe haben geschossen, das heißt, wir haben keine direkte Gefahr. Und haben wir sowieso nicht, weil jetzt Nebelwände dazwischen sind. Das heißt, wir sind nicht mehr gespottet. Weil es knapp ist. Die Yugumo-Mutter hätte uns fast gesehen. Würden wir jetzt schießen, würde sie uns sehen. Und jetzt wieder nicht. So, das heißt, wir gehen in Kite-Stellung, weil, naja, das ist halt die Stellung für Rohn. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist, man kann nicht so aggressiv pushen. Aber wenn man als Kreuzer meistens ist, sowieso nicht. Und der Vorteil ist halt, man kann poken, sich gut anwinkeln. Ich glaube, die wollen, dass sie unser Z-44 zurückzieht. Kann mich irren. Kann gut poken, kann einen guten Winkel geben und kann im Notfall schnell abhauen. Also wir bleiben einfach mal mit dem Schwerflugzeug auf Distanz und nerven die Iowa. Also sehen wir die jetzt nicht mehr. Aber die gegnerische ZF6 ist abgeraucht. Wissen die Torpedos in der Z44 gefahren. Sehr angenehm. Mogador auf B hat ebenfalls gewonnen. Wahrscheinlich die Yugumo überrascht. So, wir sehen auf der Minimap, es sind viel mehr Gegner bei uns als bei denen. Wir sind zwei Schlachtschiffe, zwei Kreuzer und ein Zerstörer. Die Gegner haben vier Schlachtschiffe und zwei Kreuzer. Gut, wir haben den Vorteil, wir haben einen Zerstörer und die nicht. Das heißt, wir können sie auf jeden Fall outspotten. Ändert aber nichts dran, dass in puncto Feuerkraft wir einen deutlichen Nachteil haben. Deswegen, ideales Play ist hier nicht in den Punkt rein zu pushen, sondern einfach nutzen, also darauf vertrauen, dass unsere Teammates nutzen werden, dass sie auf C den Schiffsadvantage haben, was sie auch machen. Sie flippen das Camp. Cap. Und unser Job hier ist einfach nur, die Flanke zu halten. Also sprich, heißt langsam wegzukiten, auf maximale Distanz bleiben oder auf Distanz bleiben, nicht unbedingt auf maximal, aber auf Distanz bleiben. Und so viel Schaden farmen wie möglich. Und so gucken, dass wir so wenig Schaden wie möglich machen. Kriegen. Und das Wichtigste am ganzen Sache.
dafür sorgen, dass die Zeit verschwenden. Sprich, wir müssen halt so lange halten, bis unsere Teammates auf C ihre Flanke gewonnen haben und dann zu uns stoßen können. Und das Schöne ist da die Insel. Die Insel ist zwar im Weg, sorgt dafür, dass wir nicht auf die schießen können, aber die halt auch nicht auf uns. Und da wir hier gerade in der Zeitschindenposition sind, ist die Insel für uns deutlich vorteilhafter. Wenn man sich anguckt, das sind 4 Schlachtschiffe. Darunter solche Sachen wie Jean Bart und Georgia. Gerade Georgia, ein Schiff, gegen das Anwinkeln manchmal was bringt. Sagen wir es mal so. Aber die können nicht auf mich schießen, weil die Insel im Weg ist. Das ist, obwohl zig Leute auf mich zielen können, auf mich schießen können nicht viele. Allerdings ist jetzt die Georgia um die Insel, das heißt, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Und sie hat HE geladen. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Gut, direkt 2 Feuer ausgelöst, natürlich wieder typisch, aber... Warum hat er die HE geladen? Ich war gespottet. Naja, anyway. Sie zielt nicht mehr auf uns, sondern auf die Alsace. Und da die Georgia dies nicht mal als gefährlichsten erachten würde, würde ich sagen, nutzen wir die Chance, dass sie nicht auf uns zielt, zeigen ein bisschen mehr Breitseite und können alle 3 Türme benutzen. So, währenddessen Lion gibt der Georgia den Rest. Gut, dann das nächste Ziel, was wir erreichen können, namentlich die Aegir. Wir könnten auch auf die Lion schießen, aber Aegir ist näher dran. Und währenddessen nähern wir uns dieser Insel hier an. Gehst du hinter die Insel oder fährst du in die Insel rein? Du fährst in die Insel rein. In dem Fall ein bisschen anders zielen. Ich gehe noch mal gerade auf AP, weil falls die ihren... Und natürlich wieder 2 Feuer. Denn falls die ihren Winkel nicht wechselt, könnten die APs jetzt ganz gut wehtun. So, Jean Bart, sorry, du hast nicht das Kaliber, um mir bei dem Winkel allzu viel Schaden zu machen. Nur die Geschütze getroffen. Wechsel wieder auf HE. Also nicht zu falsch verstehen, Jean Bart kann mir auch durchaus gefährlich werden, aber nicht so gefährlich, wie es die Georgia hätte können. Iowa muss man insofern aufpassen, dass die einen höheren Schusswinkel hat. Heißt, die kann mir durch Stack ballern. So, die sind zwischen um die Insel rumgekommen und pushen alle aggressiv vorwärts. Das heißt, wir ziehen uns weiterhin zurück und fahren, naja, weg vom Punkt. Gegner haben das B-Cap, das ist ein bisschen unfortunate. Wir sehen aber oben auf der Schiffsmap, unsere Teammates haben ihre Überzahl oder der C-Flanke nutzen können, um die Flanke zu gewinnen. Gut, jetzt sind gleichzeitig Alsace und Z-44 abgekratzt, das ist nicht so gut. Aber noch sind wir auf unserer Flanke jetzt insgesamt... Damit hat jetzt auf unserer Flanke insgesamt 2 Deaths. Während die gesamte gegnerische C-Flanke komplett weg ist. Wenn wir es also noch ein bisschen aushalten, also halt noch nicht bis unser Team da ist, haben wir den Schiffsadvantage im Endeffekt ideal ausgeblutet. Das ist Z-44. Also das ließ sich vielleicht nicht mehr, aber Z-44, die hätte ein bisschen besser aufpassen müssen. Die Gegner hatten keinen... Oder warte, ich glaube Brindisi hat Radar, oder? Ne, halt, warte, Brindisi ist da unten. Die kann die Z-44 nicht gespottet haben. Kronstadt hat kein Radar, oder? Ich glaube, Kronstadt hat müsste kein Radar haben. Kann mich aber gerade irren. So, da hinten ist eine Iowa ziemlich low, aber die Insel ist gerade im Weg, deswegen reicht man die nicht geschickt. Deswegen einfach weiter in die Jobart runterpoken. Neuer Plan, die Aegir da, wenn sie diese Salve überleben sollte. Okay, was er tut. Also, auf die Aegir wird geschossen. Yugumo unten hat inzwischen der in Östergötland gefunden und fightet mit der. Schwierig. Ich meine, Yugumo ist ein Torpedoboot, hat aber durchaus auch brauchbare Guns. Ja, so ist es nicht. So, und jetzt in einer doofen Situation. Maprand. Wir müssen rausdrehen, um nicht in die Insel reinzufahren und dadurch zwangsweise Breite zeigen. Wenn die Jobart mir jetzt ein Brett reindrückt, habe ich ein echtes Problem. Und ich kann es mir nicht leisten, einfach weiter geradeaus in diese Richtung zu fahren. Das heißt, ich muss mich in den Feld komplett reindrehen und wieder auf die Gegner zuzufahren. Wollen wir jetzt aber auch wieder einen Punkt sehen, wo ich es machen kann. Weil wir haben im Team aufgeschlossen. Unser Team ist da. Und das heißt, wir können das im Endeffekt jetzt nutzen, um in die reinzufahren. Aegir ist Geschichte. Ich lass mich noch ein bisschen zurückfallen. Weil jetzt kann ich mich ja wieder anwinkeln. Und ja, kein Stück zu spät, würde ich mal behaupten. Weil ich hier noch Breitseite gezeigt hätte, das wäre wahrscheinlich Ende gewesen. Also ja, weiterhin zurück, damit die Schlachtschiffe vor mich können. Und dann drehen wir das rum. Irgendjemand ist jetzt aufgefallen, dass man vielleicht mal B flippen könnte.
Gut, Problem ist, unsere Jugo-Maus abgeraucht. Die haben dadurch keinen Zerstörer mehr. Also wir können auch nicht einfach hirnlos in B reinfahren. Zumindest nicht alleine. So, keiner zielt gerade uns, also wir nutzen die Chance, um mal ein bisschen gleich zu drehen. Sobald ich die Jobart schießen sehe, mache ich es, glaube ich. Weil die Sache ist, die Kanonen kann man drehen, wenn man allerdings geschossen hat. Gut, sie könnte ihren Reload-Booster anmachen. Okay, und jetzt dreht sie sich komplett aus. Jetzt würde mich ihre Kanonen nicht mal erreichen, wenn sie sich schnell wechseln müsste, würde. Sie müsste ihr komplettes Schiff drehen. Das heißt, jetzt idealer Zeitpunkt für eine Wende. Auf die Art können wir auch gleich das Problem lösen, dass wir der Lion bis eben Breitseite gezeigt haben. Was wir jetzt nicht mehr tun. Gut, Lion ist keine Jobart. Das heißt, wenn man einen von beiden Breitseite zeigen muss, dann eher der deutlich weiter entfernten, Klammer auf zu, Lion. Aber jetzt in der angenehmen Situation, keinen von beiden Breitseite zeigen zu müssen, deswegen machen wir es auch nicht. Wir sind weiterhin so angewinkelt, dass wir Jobart mit allem erreichen, weil die hat hinten keine Kanonen, die kann ich zurückschießen. Dadurch im idealen Winkel gegen die Lion, falls sie mal wieder schießen sollte. Kronstadt, ebenfalls keine Gefahr. Ne, warte, das ist das Brindisi, nicht Kronstadt, oder? Ja, das ist Brindisi. Nevermind. Aber gleiches gilt hier. Und da immer noch keiner in B reinfährt, würde ich sagen, wird es mal Zeit, das jetzt zu machen. Weil Ron kann zwar nicht direkt aggressiv reinpushen, aber so dieses parallele Pushen, also halt in B reinfahren und dadurch die Jobart, die halt im Winkel ist, harassen, das funktioniert sehr gut. Ich kann nicht das gleiche Schwanzwedeln machen, wie es die Nürnberg kann, mit ihren 360-Grad-Kanonen. Aber dafür langt's. Jobart ist damit auch Geschichte. Und ja, Zeit in B reinzufahren, weil, naja, irgendwann muss man das Cap kriegen. Wir sehen Nebel, das heißt, wir können in etwa ahnen. Wobei, nee, es könnte auch... Ja, das ist... Ja, nee. Der Nebel ist die Brindisi wahrscheinlich. Außer unsere Jugo-Maus dann auch irgendwo einen abgesetzt. Nee, die ist zu lange tot. Und Neptun ist wohl völlig anders. Also ja, der Nebel ist definitiv die Brindisi, was wir jetzt auch sehen. Das heißt, auf die geschossen wird. Kannst mir leider nicht leisten, auf die Lion zu gehen, weil dann müsste ich der Brindisi zu viel Breitseite zeigen. Und der Kronstadt. Das heißt, neuer Plan. Wir drehen uns wieder ein bisschen rüber und schießen auf Kronstadt. Ja, wie gesagt, pushen mit Drohnen ist nicht ideal. Muss man ein bisschen einfallsreich werden, wenn man das machen will. Indem man halt immer zum Äußersten, indem man halt im Endeffekt auf das äußerste Schiff schießt. Wie jetzt halt hier der Fall ist. So, da haben wir einen Torpedo-Alarm bekommen. Aber das sind unsere eigenen. So, und Ibuki, wir sind gerade ein bisschen auf Kollisionskurs. Also, sie hat es auch gemerkt. Gut, müssen wir halt für ein paar Salben nur den vorderen Turm benutzen. Oder können, besser gesagt, nicht müssen. Wir können nur den vorderen Turm benutzen. Und so gesehen müssen wir es dadurch auch. Anyway, Östergötland kommt ein bisschen zu weit nach vorne. Ob das so eine clevere Idee war, weiß ich nicht. Das war gelogen. Ich weiß, dass es keine clevere Idee gewesen ist. Hat allerdings die Georgia erwischt, dadurch ist es jetzt wieder getan. Gleichzeitig Neptun hat aber allein den Rest gegeben. Und da hinten die Brindisi. Die lebt doch nie im Leben lange genug, dass ich auf die schießen könnte, oder? Ja, sag ich ja. Brauchen wir gar nicht erst versuchen, den Kill kriegen wir nie im Leben rechtzeitig. Also kriegt unsere Laien den. Ist aber egal, wir konnten Östergötland aus dem Punkt verjagen. Und können deswegen jetzt selber cappen. Kronstadt ist hinter der Insel. Sprich, niemand kann es daran hindern, diesen Punkt zu flippen. Massiver Schiffsadvantage. Ja, Östergötland, wenn sie gut ist. Wobei, Östergötland hat halt nicht den Torpedoschaden, um das jetzt noch rumzureißen. Stattdessen entscheidet sie sich zu schießen? Ich weiß nicht warum, aber sie macht's. Also, naja, lebt mit den Konsequenzen, dass du das gemacht hast. Ich meine, gut, durch das Schießen hat sie jetzt unseren Cap-Fortschritt zurückgesetzt. Aber dadurch sich halt selber exposed, für 20 Sekunden. Hat sogar geschafft, wieder dormant zu gehen. Und noch eine Pedosalve rauszubekommen. Allerdings, wir hatten Hydroakustik an, weil ich genauso schon erwartet habe, dass die gleich wieder Torpedos ab hat. Östergötland hat ja ziemlich wenig Torpedo dann Reload. Und sie hat wieder geschossen, also wie das ausgeht, muss man jetzt glaube ich nicht extra sagen.
Sie hat ihren Heal angeschmissen, das heißt, sie hat wieder ein bisschen AP gereckt. Aber trotzdem, sobald die irgendwas trifft... das ist neben mir explodiert. Gut, zweimal Situationen rausgekommen, aus denen man hätte nicht rauskommen sollen. GZ Östergötland. Aber inzwischen verlieren sie auch das A-Cap. Kronscher zielt nicht auf uns, also wir können hier gemächlich ein bisschen halbe Breitseite zeigen, um halt alle Kanonen benutzen zu können. Flugzeug nicht, weil es direkt was bringt, sondern einfach nur, um ein bisschen besseren Winkel zu haben, weil ich mal AP versuchen will. Aber inzwischen hat sie sich wieder rausgewinkelt, das heißt, ja, nach der Salve zurück auf AE. Und das hat inzwischen nochmal abgeraucht. Was ist denn da passiert? Hat die gebrannt? Muss man nicht mitbekommen. So, wir brennen, das heißt, es ist halt zum Löschen und wieder zum Reparieren. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, die Kronstadt down zu bekommen. Gleich haben wir noch das A-Cap, das heißt, wir kriegen noch schneller Punkte. Kronstadt ziemlich tanky für einen Kreuzer. Ich meine, gut, sie ist ein Superkreuzer, aber auch, sie ist von den Superkreuzern der tankigste. Überraschung, der Russ ist am tankigsten, wenn ihr damit rechnen können. Also ja, mal gucken, ob sie es aushält, vom ganzen Team beschossen zu werden. Zwischendurch nochmal eine AP-Salve, weil sie wieder kurz Breitseite gezeigt hat. Hat aber nicht viel gebracht, weil zu weit weg. Ich halte inzwischen auch an und fahre wieder rückwärts. Während sie am Maprand angekommen ist. Noch eine Minute. Wenn mein Schlachtschiff richtig trifft, soll es das eigentlich gewesen sein. Aber irgendwie schießen gerade nur Kreuzer auf die. Und die Schlachtschiffe verfehlen. Wobei zugegeben, ein Schiff, was am Maprand ist, ist gar nicht so einfach zu treffen, weil die Prediction Line nicht stimmt. Weil die Prediction Line berechnet sich danach, wohin das Schiff beschleunigt, nicht wohin es tatsächlich fahren kann. Bei einer Insel rechnet das richtig, aber bei Membrand nicht. Anyway, sie hat es nicht geschafft, es am Ende des Spiels zu überleben. Kronstadt ist down und damit geht der Sieg an uns. Und ja, hier hat man halt gut gesehen, man muss seine Seite nicht immer gewinnen. Wenn man sieht, alles klar, wir sind in der Unterzahl, das heißt auf der anderen Seite ist mein Team in der Überzahl. Kann es auch reichen, einfach die Flanke zu halten. Und halt Zeit zu schinden, bis das gegnerische Team, bis das eigene Team aufschließen kann. Gut, das war eine weitere Runde World of Warships in der Rhone. Vergesst nicht, den Algorithmus in den Kommentaren zu füttern, was euch gefallen hat. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. I'm gonna go get some more.